Ihr habt mich vermisst, hast mich vermisst. Oh, das freut mich zu hören. Ja, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe, beziehungsweise, dass ich nicht gestreamt habe. Ich habe die Woche einfach einen übelsten Hänger gehabt, Digga. Muss ich ganz offen und ehrlich euch gegenüber zugeben. Man kann natürlich haben, dass es jetzt an dem Wetter liegt oder so, ne? Aber bei mir sind halt, sind das mehrere Faktoren, Digga. Also erstmal ist das Wetter extrem scheiße, Digga. Und dann kommen halt einfach da hinzu, Digga. Ja, ich will jetzt ja auch nicht so ein großes Fass aufmachen. Ich bin jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. 34. Es kommen so gewisse, ich will sagen, so Selbstzweifel in einem hoch. Versteht ihr, wie ich meine? Vor so 4 Jahren oder so, oder 5 Jahren, habe ich im Internet gesagt, ja, Kinder und heiraten und zusammenziehen mit einer Frau, auf gar keinen Fall, ich will in Ruhe zocken. Und ich will auch noch immer noch in Ruhe zocken, so ist es nicht. Aber man wird ein bisschen älter und man hat dann auch gewisse Faktoren durchgespielt. Man hat eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Ich habe mir ein wunderschönes Haus gekauft und es nach meinen Vorstellungen eingerichtet. Aber dann fragt man sich, für was macht man das eigentlich alles, Digga, wenn man das mit niemandem teilen kann. Ihr könnt euch daran erinnern, dass ich Anfang des Jahres schon in einem Loch drinne war durch eine Trennung. Und das ist auch okay, das habe ich ja auch öffentlich so kommuniziert. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, dass ich einige Monate später eine neue Beziehung hatte, die leider auch vor einem Monat ungefähr wieder dann auch beendet worden ist. Könnt ihr euch ja vorstellen, warum ich auch immer in Berlin war beispielsweise. Diese Beziehung war jetzt nicht so lange wie die Beziehung, die ich davor hatte. Mit der FIFA-Sucht jetzt so die eine Woche FIFA reingrinden und so, kommt man sich nochmal gut ablenken. Warum hat es nicht geklappt und so, das spielt am Ende des Tages keine Rolle. Aber ich bin dann hier so, und das habe ich selten, aber dann bin ich hier alleine im Haus und dann denke ich mir einfach so für mich, okay Digi, du bist jetzt 34, du hast jetzt in zwei Beziehungen zweimal dein Herz gesteckt, hat es nicht geklappt. Und dann, Digga, komm so, ich will jetzt nicht schlecht reden über meinen Vater, aber mein Vater ist jetzt auch nicht unbedingt der Beziehungsexperte, wollen wir es mal so sagen, ne? Der hat auch viele Beziehungen gehabt und alle sind gescheitert. Sein Herz wurde auch gebrochen. Der Unterschied zwischen ihm und mir ist, er hat noch Kinder gemacht. Mich oder meine beiden Schwestern. Dann sagt man so scherzeshalber so zu einem selber so, ja, da komme ich wohl mit den Frauen ganz nach meinem Vater. Aber ich will in dem Fall dann nicht ganz an meinem Vater kommen, Digga. Verstehst du, wie ich meine? Und dann ist meine... Und diese Woche war ich halt einfach... Ich war müde und habe auch keine große Lust gehabt, bin ich auch ganz offen und ehrlich. Und das ist selten bei mir. Dann habe ich auch nicht so den Turn zu streamen. Wenn ich einen Hänger habe oder wenn es mir nicht gut geht, dann schmeiß den Stream an, dann geht's mir gut. Aber ich brauchte einfach diese Woche Zeit für mich. Ich musste ein bisschen nachdenken. Musste einfach ein bisschen für mich die Akkus aufladen. Ich war auf dem Sofa, Digga. Hab Serie geschaut. Ich war mit Kylo, ich war mit meinen Jungs unterwegs. Ich war nicht im Casino, was ja auch was Gutes ist. Ich werde halt nicht jünger, das muss ich halt auch akzeptieren, das ist auch okay. Und ich glaube, selbst wenn du es nicht möchtest, es kommt mit dem Alter, dass du dann dich doch dann mal fragst, okay, ich bin jetzt etwas über 30 und vielleicht will ich doch irgendwann meine Familie haben. Und wann ist dann eigentlich der richtige Punkt? Langsam schon zu spät oder nicht zu spät. Es kommen sehr viele Selbstzweifel hoch, man hinterfragt alles. Am Ende tut es einem dann ein bisschen weh, verstehst du, wie ich meine? Ist ja auch okay. Dann hat man halt ein bisschen Schmerz in der Brust. Und das ist halt, gehört zum Leben halt auch dazu, ne? Nie zu spät, biologisch. Oder ich habe noch kein Kind. Kann auch sein, dass ich die ganze Zeit mit Platzpatronen schieße, ne? Man weiß es nicht ganz, ganz genau. Wie mein Opa sagt, aktuell mache ich sowieso Fräulein Faust. Ich war komisch, das hat man gemerkt, ich war nicht der Monty, den man kennt. Nee, das ist albern, Digga. Also ich war ganz normal immer der Marcel, der Monte. Du siehst es wahrscheinlich aus der Perspektive, dass man sich ja über die Jahre auch ein wenig verändert. Es wäre ja schlimm, wenn ich 1:1 der gleiche Mensch wäre wie vor 6 Jahren. Sowohl von dem, was ich rede, als auch von dem, wie ich im Internet handle. Redest du mit Abo über die Themen eigentlich? Ja, das ist halt einfach ein Problem, Digga. Ich rede eigentlich mit niemandem darüber, außer mit mir selber. Und vielleicht könnt ihr es nachvollziehen, die Leute, die auch sehr nachdenkliche Menschen sind und sehr in sich gekehrt. Ich hinterfrage alles. Ich hinterfrage wirklich alles. Das ist über die Jahre auch schlimmer bei mir geworden. Ich hinterfrage alles. Dadurch hat mein Kopf aber eigentlich gefühlt nie eine Pause. Das macht so unheimlich müde, Digga. Und dann habe ich wirklich so eben gedacht, ja Mann, nochmal den Stream jetzt für 2 Stunden. Das fühle ich gerade. Und das ist ja auch das Wichtige immer. Wichtig für euch und für mich auch. Ich mache wirklich immer nur den Stream an, wenn ich das auch fühle, Digga.
also wirklich aus dem Herzen fühle. Gestern habe ich halt so für mich überlegt, also gestern war von der ganzen Woche so, also der Tag, wo ich den größten Down hatte. Und dann, also ich rede jetzt offen über meine Gefühle so, der eine wird es mir negativ auslegen, der andere weiß es zu schätzen. Ich habe ja damals vor 3 Jahren ungefähr so eine Art Nervenzusammenbruch gehabt mal. Und dann, das ist so diese menschliche Psyche, die Leute, die es nicht haben, werden es jetzt nicht nachvollziehen können, die so mal auch mal eine Problemphase haben. Aber es ist verrückt, Diggi, wie sehr man den schlechtesten Tag, den man jemals hatte in so einer Phase, immer mit den Tagen vergleicht, die zwar scheiße sind, aber jetzt nicht die schlechtesten, und dann miteinander vergleicht. Fühle ich mich ungefähr so wie damals? Könnte heute wieder der beschissenste Tag werden? Es ist, das ist schon manchmal verrückt. Der menschliche Kopf, Digga, ist wirklich das unterschätzen einige. Der menschliche Kopf ist wirklich nicht ohne. Was der Grund ist, was ich denke, warum die Beziehungen nicht halten. Also auf meine letzte, vorletzte Beziehung, wo ich ja mir die Auszeit genommen habe, da werde ich erstmal nicht drüber reden. Das ist jetzt, nicht dieses klassische so Fremdgehen-Quatsch oder so. Da werde ich irgendwann nochmal euch erzählen und glaubt es mir, auch wenn ihr euch, also ich will jetzt euch nicht heiß machen oder so. Ihr könnt euch 10 Dinge vorstellen, warum ihr denkt, warum die Beziehung auseinandergegangen ist. Aber ihr werdet nie darauf kommen. Das werde ich irgendwann nochmal in Ruhe erzählen. Nicht, weil ich noch nicht dazu bereit wäre. Theoretisch gesehen kann ich das auch erzählen. Aber bereit sein und der richtige Zeitpunkt, versteht ihr, sind für mich zwei Paar Schuhe. Meine letzte Beziehung, wie ihr mitbekommen habt, die Dame hat in Berlin gewohnt. Das war für mich und für sie vermutlich auch etwas Neues. Denn wir hatten eine Fernbeziehung. Aber wir haben die gleiche Sprache gesprochen, was die Entfernung anging. Natürlich sind auch bei mir Zweifel hochgekommen. Ich habe auch nicht immer Bock gehabt, nach Berlin zu zischen. Ich wäre auch gern lieber in meiner Hut geblieben und hätte am PC gechillt. Das war meine erste Fernbeziehung, die ich hatte. Und wir haben aber die gleiche Sprache gesprochen. Für uns war klar so, ja, es ist sehr schmerzhaft, wenn man sich nicht sieht. Aber das Treffen dann ist umso schöner. Und man hat dadurch, dass man eine gewisse Distanz immer hat von 1 oder 2 Wochen, freut man sich aber mehr auf die Zeit, die man miteinander verbringt. Aber natürlich ist es so, gerade in einer Anfangsbeziehung dann, in einer Fernbeziehung, wenn man sich auch gerade erst kennenlernt, wenn man sich dann wieder 1,5 Wochen am Stück nicht sieht, entsteht, ich will nicht sagen, eine gewisse Fremdheit, aber eine gewisse Distanz, unweigerlich. Natürlich habe ich bei weitem nicht in einer Beziehung, die 3-4 Monate ist, so viel Liebe und Zeit und Herz reingesteckt, wie in einer Beziehung, die über Jahre geht. Ich denke, das ist logisch nachvollziehbar. Aber trotzdem war ich 100% mit dem Herzen dabei, versteht ihr? Wir haben uns getroffen, sie war bei mir. Und dann hieß auf einmal, ja, bla, Entfernung und so, komme ich nicht mit klar. Da habe ich mir gedacht, ja, wir reden oft immer die gleiche Sprache. Wieso sagst du jetzt mit Entfernung ein Problem? Wir waren uns doch immer beide einig, dass, ich sag mal, war ich natürlich vor den Kopf gestoßen, weil ich war wieder in einer Situation, die ich schon öfters im Leben hatte, dass du da anscheinend in der Situation keinen Einfluss mehr darauf hast, das Ruder rumzureißen, weil man das Gefühl hatte, diese Person hat für sich schon die Entscheidung im Kopf getroffen, ohne mit dir darüber zu reden. Dann haben wir geredet, Essen bestellt und dann haben wir miteinander gevögelt, Digga. Was soll ich euch sagen? Und dann habe ich gedacht, ist alles in Ordnung. Ja, am nächsten Tag war dann Ende im Gelände, Digga. Frag mich nicht, Chat. Ich kann es euch nicht genau sagen. Letztendlich ist es etwas, was ich respektieren muss, auch wenn ich es nicht verstehe. Das muss ich so hinnehmen und das ist auch okay. Ich glaube, für jeden ist nachvollziehbar, dass trotzdem ein Herzschmerz bleibt. Man ist trotzdem verletzt. Bei einer Trennung ist nicht nur das, was schmerzt, die Liebe, die du gegeben hast und auf einmal nicht mehr geben kannst, weil diese Person nicht mehr deine Liebe möchte, sondern an einer Trennung ist auch das Schmerzhafte die Alltäglichkeiten. Morgens aufs Handy gucken, eine Nachricht haben, guten Morgen Schatz, hast du gut geschlafen. Abends ins Bett gehen und schreiben, Schatz, ich liebe dich, gute Nacht. Ganz oben die Karte ist die Liebe, aber alles darunter, das Konstrukt, fällt auch zusammen. Dein ganzes Leben fällt zusammen. So ist das halt leider, ne? Wieso ich da nicht mit meinen Freunden drüber rede? Dass ich eine Freundin hatte, wussten wenige. Und dass ich mich, oder dass wir uns getrennt haben, wussten noch weniger. Aber kennt ihr das nicht? Manchmal hat man keine Kraft, immer und immer wieder die Geschichte nochmal zu erzählen. Man unterhält sich mit 1, 2 Personen und dann reicht es auch. Vor allen Dingen nicht, wenn Leute dich danach fragen und du eigentlich das nicht erzählen möchtest. Es ist was anderes, wenn du es von dir aus erzählst, versteht ihr? Kopffrei für eine neue Dame? Boah, das ist eine gute Frage, Digga. Es ist nicht so, als wenn es mit Angeboten bei mir scheitert. Es gibt 2 Möglichkeiten, ne? Entweder du bist der Typ Mann, der einfach rumfickt
der sich eine Alte nach Hause holt oder zu ihr nach Hause fährt und sobald er abgespritzt hat, einen Abturner auf die Alte hat und wieder durchzieht, der Mensch bin ich nicht. Und das andere ist, du lässt dich auf eine neue Person ein, öffnest ihr in einer gewissen Art und Weise, jetzt nicht liebestechnisch, aber öffnest dich trotzdem gegenüber ihr und baust dir etwas mit ihr auf. Ob es am Ende ein langfristiges Freundschafts-Plus-Ding ist oder in eine Beziehung, das weiß man da nicht. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die du hast. Oder du hast noch die dritte Möglichkeit, einfach Fräulein Faust. Und ich entscheide mich aktuell für Fräulein Faust. Kannst du jetzt bezahlen für jemanden mehrere Monate? Nee, das ist alles nicht meins, Digga. Kylo, sitz. Der Blumenkohl, ah, auf jeden Fall, Digga. Es ist vollkommen okay, lieber Leistungschat, wenn man mal eine kleine Downphase hat im Leben und sich vielleicht sowohl jetzt in meinem Fall internettechnisch im Stream jetzt erstmal nicht präsentiert oder halt auch im Privatleben mal für ein paar Tage abkapselt und einfach mal nur mit sich zusammen oder mit sich selber beschäftigt. Solange das alles im gesunden Maße ist, und bei mir war es auf jeden Fall im gesunden Maße, sollte das nicht der Fall sein. Ganz wichtig auch, ist keine Schwäche und kein Problem, sich da auch mal Hilfe zu holen, falls man wirklich nicht im Leben weiter weiß. Ich habe mir jetzt einfach diese Woche ein bisschen tagsüber Zeit für mich genommen und habe einfach das nicht gefühlt, mich in den Stream zu setzen und zu lächeln und Show zu machen, im Sinne von euch zu unterhalten, wenn ich mich eigentlich selber tagsüber gar nicht bespaßen kann und eigentlich immer nur eine große graue Wolke über meinem Kopf ist. Vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, auch heute gar nicht streamen, aber heute mein Tag war eigentlich bis auf wenige kleine Ausnahmen, wo ich einen kleinen Hänger hatte. Nichts Erwähnenswertes, ein entspannter Tag, Digga. Ich habe fett gefressen gerade, ein bisschen Serie geschaut und habe einfach jetzt nochmal gerade gedacht, Digi, gerade fühle ich den Stream anzuschmeißen, also schmeiße ich ihn auch an. Du brauchst eine Frau, die dich wegen deines Selbst kennenlernen will und nicht wegen Fame. In meiner Position, eine Frau kennenzulernen, die nichts von dem mitbekommt, was ich mache und nichts davon mitbekommt, was auch im Internet an Gelder zu verdienen ist, ist bei mir unmöglich in Deutschland. Und selbst wenn ich mir eine Frau aus Thailand holen würde oder aus Kanada, spätestens wenn die in meinem Leben stattfindet, wird sie mitbekommen, wie ich mein Geld verdiene und was ich besitze. Es ist unmöglich, jemanden kennenzulernen, der nicht mitbekommt, was ich mache oder was ich besitze. Der Zug ist schon längst abgefahren, mein Süßen. Vielleicht könnt ihr nachvollziehen, dass, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der nicht in der Öffentlichkeit ist, sich erst über Monate oder vielleicht sogar über Jahre rauskristallisiert, ob sie dem Leben gewachsen ist, das ich mitbringe, nämlich in der Öffentlichkeit stehen. Bedeutet, und es ist jetzt nicht, dass ich mich darüber beschwere, bedeutet, egal wo man ist, immer das Gefühl zu haben, man wird gerade gefilmt, man wird heimlich fotografiert. Bedeutet, dass Leute, die mitbekommen, dass das meine neue Partnerin ist, versuchen auch vielleicht Informationen über sie herauszubekommen, die vielleicht bei Instagram anschreiben oder ähnliches. Könnt ihr es verstehen? Sie muss blauen Haken haben. Ja, also Phoebe habe ich jetzt gerade im Chat überlesen, Bruder, die ist 16. Ich habe letztens von ihr, außerdem mit Phoebe, Wallabila, angenommen, die wäre jetzt 20, okay? Mit Phoebe und mir hat bevor es angefangen ist, schon beendet. Ja, ich habe ein Video gesehen, wo sie darüber erzählt hat, wie sich ein Zäpfchen noch reingeprügelt hat. Also, Digga, das war's komplett Arino. Also, dieser Clip hat bei mir wirklich, also, Digi, da wird beim besten Willen, selbst auf einsamer Insel zu zweit mit ihr, wird nichts mehr gehen, Bruder. Wenn sie jetzt dann auch schon volljährig wäre, ne? Du stehst doch auf Arsch. Ja, genau, das ist das Problem, Digga. Und sie nicht, sie hat nämlich schon wegen dem Zäpfchen rumgeheult. Gut, wir driften ab. Wir driften ab. Denn eins hat mal ein weiser Mann gesagt, ich komme gerade nicht darauf, wie er hieß. Der hat gesagt, Arschbohrer sind wichtig und richtig. Deiner ist kleiner als ein Zäpfchen. Ah, verdammt, Digga, hat deine Mutter dir das erzählt, Alter. Scheiße. Machst wie ich, werd bisexuell. Oder ich habe überhaupt nichts gegen Bisexualität. Eins muss ich dir lassen, da bin ich ganz bei dir und der ein oder andere wird es eventuell nachvollziehen können, der andere auch nicht. Ich habe mir oft schon überlegt, da kommen wir wieder auf den Punkt Jappi, ich habe mir oft schon überlegt, Digga, ich bräuchte einfach eine Frau, die früher ein Mann war. Die eigentlich einen Frauenkörper hat und auch das weibliche Geschlecht, aber vorher ein Mann war. Also den männlichen Charakter. Ein Mann mit Brust und Vagina. Das bräuchte ich. Weil einfach oftmals, es ist nicht böse gemeint, die Frauen würden dasselbe wahrscheinlich über uns sagen, aber ich blick nicht in die Frauen manchmal rein, Digga. Die denken anders als ich oder als wir. Weil, keine Ahnung, das an einem gewissen Punkt kollidiert das. Nee, ihr denkt anders, ist doch vollkommen okay. Ich sag ja auch, Frauen würden das gleiche ja über Männer sagen. Und das ist, aber da siehst du ja den Konflikt. Auch du als Frau sagst, wir Männer ticken anders. Und das ist das ganz große Problem. Frauen denken anders als Männer und Männer denken anders als Frauen. Und daran hapert es ja dann am Ende. Frauen untereinander immer diesen hier und Männer untereinander auch immer
diesen hier. Aber Frau und Mann auf lange Sicht zusammen, nicht diesen hier. Das ist das Problem. Weil Leroy war ein Transgender aus Buxtehude, kennst du die schon? Nee, leider nicht, Digga. Ah, hab ich nichts von mitbekommen. Ja! El Bundy hat damals gesagt, versuch niemals eine Frau zu verstehen. Frauen verstehen Frauen und sie hassen sich. Montana weise da mal in den Chat. Der gute alte El, du. Aber auch er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, hat Schuhe verkauft, Digga, und hat mit seiner Alten in der Bude gegangen und war unglücklich. Man versteht natürlich auch die Frau und die Frau versteht auch den Mann. Aber ich habe oftmals das Gefühl, dass es in einem gewissen Zeitpunkt einer Beziehung man auf einmal sich nicht mehr versteht in einigen Punkten. Und das ist wahrscheinlich auch normal. Um fair zu sein, liebe Männer da draußen, wir sagen über die Frauen, wir verstehen die Frauen nicht und die denken anders als wir. Und das Gleiche werden die Frauen auch über uns sagen. Die Frauen würden sagen, ich verstehe den Mann nicht, der denkt anders als ich. Und das ist überhaupt auch nichts Diskriminierendes oder sonstiges, das ist einfach nur ein Fakt. Gegensätze ziehen sich an, anscheinend. Muff, Bruder, du bist 16. Bei der Männer-Frauen-Thematik hast du erstmal Sendepause, okay? Setz dich mal mit Papi an die Playstation, spiel nochmal Platin-Trophäe, Digi, und Maul halten. Tut mir leid, Muff, war nur ein Späßchen, Digga. Fühl dich, dass du mit deinem Papa Playstation spielst und die Platin-Trophäen zusammen handest. Wenn du Bock hast, kannst du mich ja verklagen, Digga, und gut ist. Anwaltskosten bezahlst du von deinen guten Investitionen, Bitcoin und so ein Ding. Kompromiss ist das Stichwort. Kompromiss ist ein sehr wichtiges Wort. Umso trauriger war ich jetzt, als sich meine Freundin von mir getrennt hat, weil ich das Gefühl hatte, dass ich in keiner Art und Weise irgendwas dafür hätte tun können, dass wir noch eine Lösung finden, verstehst du? Es war die Situation, dass sich jemand von mir getrennt hat, der mir ins Gesicht gesagt hat, dass er mich über alles liebt und auch gerne mit mir zusammenbleiben möchte, aber als einzigen Ausweg sieht, sich von mir zu trennen. Und das ist ein Schmerz, den können die wenigsten vermutlich von euch nachvollziehen. Aber das ist ein Herzschmerz, der auch einfach lang anhaltend im Herzen drinnen bleibt. Denn es ist das eine, wenn sich deine Freundin von dir trennt, weil du als Idiot fremdgegangen bist oder, keine Ahnung, irgendwie Quatsch gemacht hast oder whatever. Aber wenn dir eine Person ins Gesicht sagt, ich liebe alles an dir, aber ich kann nicht mehr und die einzige Lösung ist, sich von mir zu trennen, das kann man gar nicht nachvollziehen. Ein Mensch, der sich von dir trennt, der dir ins Gesicht sagt, dass er dich liebt, das macht keinen Sinn, auch jetzt noch nicht für mich. Weil ich bin eigentlich, und das tut mir so weh, ich bin so gepolt, man durchsteht eigentlich alles gemeinschaftlich zusammen als Partner mit dem Wort Liebe. Ich bin dann auch kein Mensch, der dann da wie ein Idiot hinterherläuft, beziehungsweise ich habe das auch schon gemacht. In dem Fall jetzt habe ich es nicht gemacht. Ich habe versucht, über Schreiben noch irgendwie etwas mehr nachzuvollziehen. Am Anfang hat man noch eine Antwort bekommen, dann kam erst eine Antwort nach 2 Tagen, dann kam eine Antwort nochmal nach 2 Tagen und auf die letzte Nachricht von mir habe ich seit 3 Wochen keine Antwort bekommen. Und dann ist das Ding auch durch. Unabhängig davon könnt ihr, glaube ich, alle verstehen, dass ich gar nicht so gebrochen bin, diese Beziehung nicht mehr zu haben, denn man weiß, da ist ein Punkt hinter und das Leben geht weiter. Vielmehr ist man gebrochen, weil man verlassen worden ist mit Begründungen, die halt keinen Sinn gemacht haben. Glaubst du, willst du sehr eine Beziehung wie die von deiner Oma und Opa? Ich gehe auf jeden Fall nicht in eine Beziehung rein und denke mir, jo, mal gucken, wie die ersten Monate werden. Wenn ich mich komplett auf eine Frau einlasse und ihr ins Gesicht sage, dass ich sie liebe, dann gehe ich auch erstmal davon für mich aus, dass ich ihr das auch noch in 20 Jahren ins Gesicht sage. Ich bin oldschool aufgewachsen, das mag sein, aber Digi, ich komme aus einer Zeit, wo aus meiner Wahrnehmung eine Beziehung, wenn du einer Frau sagst, dass du sie liebst, dass du erstmal davon ausgehst, dass es deine Frau fürs Leben ist. Klar, können immer Faktoren kommen, wo es nicht so ist. Ich bin halt nicht der Typ Mensch, der eine Frau schnell austauscht, nur weil man vielleicht eine andere Frau sieht, die, keine Ahnung, eine bessere Figur hat oder größere Brüste oder vollere Lippen, verstehst du? Ich meine, diese Austauschgesellschaft, die ja aktuell seit einigen Jahren so krass geworden ist, ist halt bei mir aber nicht der Fall. Ich bin jemand, Bruder, sagen wir einfach mal als Beispiel, ich habe eine Frau, die hat vielleicht, obwohl ich große Brüste mag, jetzt als Beispiel, nicht, dass es so ist, sie hat aber kleine Brüste. Und ich sehe eine andere Frau, die hat große Brüste, die macht mir schöne Augen. Dann werfe ich die doch nicht für ein paar große Brüste weg. Dann gucke ich der anderen auf ihre großen Brüste, stelle mir vor, wie die blank aussehen, hole mir ein bisschen Appetit, aber gegessen wird zu Hause. Ganz ein Klassiker, Digga. Verstehst du? Du kannst gucken. Du kannst deinen Marktwert auch abchecken und auch mal ein bisschen haha, hihi mit einer anderen machen. Deinen Marktwert abchecken, aber nie über einen gewissen Punkt. Ein bisschen flirten ist doch okay, aber du holst dir, wenn du möchtest, ein bisschen Appetit zu Hause, aber du isst, du
holst dir ein bisschen Appetit außerhalb, aber gegessen wird nur zu Hause, Bruder. Gegessen wird nur zu Hause. Was für Flirten, okay? Also, Bruder, wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit, verstehst du, wie ich meine? Und wenn du der Meinung bist, dass deine Frau nicht flirten darf, wenn deine du hast, also ihr habt vielleicht ein falsches Bild vom Flirten. Flirten ist für mich, wenn deine Partnerin oder ich, oder sagen wir ich jetzt beispielsweise, arbeite im Baumarkt, okay? Und eine Kundin kommt zu mir und redet mit mir mehr als nur, jo, hier, Brett XY, Lampe, sondern fragt, und was machen Sie? Ach ja, wie geht's? Und auch sind sympathisch und man lächelt ein bisschen und man macht ein bisschen Klönschlag mit sich gegenseitig ausdrücken, dass man sich sympathisch, versteht ihr, wie ich meine? Es ist ganz etwas ganz Normales. Wenn ihr denkt, also nicht böse gemeint, aber wenn ihr der Meinung seid, dass ihr das eurem Partner oder eurer Partnerin verbieten solltet oder wollt, dann solltet ihr euer Verhalten mal ein wenig überdenken. Denn dieses Verbietenmäßig, also du kannst deiner Partnerin nichts verbieten. Du kannst ihr zwar sagen, dass du das nicht in Ordnung findest, aber am Ende kann sie machen, was sie will. Und wenn du der Meinung bist, dass deine Frau nicht mal ein wenig irgendwie mal kurz irgendwo an der Ecke beim coolen Eis holen machen kann, Digga, dann solltest du, finde ich, dein Verhalten mal überdenken, Digga. Na, vielleicht ist auch Flirten, habe ich den Begriff Flirten auch anders im Kopf. Aber Flirten ist für mich nicht jemanden Hoffnung machen, dass man irgendwie sich miteinander trifft. Der Begriff Smalltalk ist vielleicht dann der bessere Begriff. Ich finde ein bisschen Smalltalk mit ein bisschen HAI vollkommen okay, Digga, und legitim. Du liebst deinen Partner mehr als sie dich und kommt mit deinen Depressionen nicht klar, Meinung. Naja, jemand, der selber nie Depressionen hatte, wird niemals nachvollziehen können, wie du dich fühlst in der Situation, wenn du in einer depressiven Phase bist. Deswegen kann ich es in einer gewissen Art und Weise auch nachvollziehen, wenn dein Partner dafür kein Verständnis hat, beziehungsweise es nicht nachvollziehen kann, wie du dich gerade fühlst. Trotzdem sollte deine Partnerin dich so respektieren, wie du bist, mit allen Wehwehchen. Und sie muss nicht fühlen, was du gerade fühlst. Sie muss aber verstehen, dass es dir gerade nicht gut geht. Und wenn sie das nicht kann und nicht nachvollziehen kann und dir nicht deine Ruhephasen lässt, dann respektiert sie dich nicht so, wie du bist. Und das ist dann eher das Problem.